Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und ich zeige euch heute mal was ganz Besonderes. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Bisher habe ich mich nämlich mit der Kriegsmarine noch gar nicht beschäftigt. Wir befinden uns auf Usedom, genauer gesagt in Peenemünde. Und hinter uns sehen wir ein kleines Raketenschnellboot. Und das werden wir uns heute gemeinsam angucken, denn das ist ein Museumsschiff. Und das Spannendste ist auf jeden Fall erstmal, dass wir uns einen Gesamtüberblick verschaffen von diesem Boot. Und zwar lag es damals, vor einigen Jahren, gegenüber, nämlich beim Historischen Technischen Museum. Und damals war es noch gratis, wenn man das Museum besucht hat. Das Museum hat sich jetzt gesagt, die wollen ausschließlich nur noch die Geschichte der V-Waffen darstellen. Und deswegen passt natürlich dieses Kriegsschiff nicht mehr ins Konzept. Man hat es hier rüber gezogen und man kann es jetzt für 7 Euro für einen Erwachsenen, 3 Euro für ein Kind besuchen. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Wir gucken uns das schöne Schiff jetzt mal an. Also ich glaube, ich war schon zweimal da drauf und jedes Mal spannend. In dem Preis inklusive sind 2 Räume, die werden wir uns auch noch angucken. Und so war das Schiff damals gedacht. 56 Meter lang, Breite 10 Meter, Höhe knapp 19 Meter, maximal 90 km/h. Heftig. Wir gucken uns mal das gesamte Boot an und gehen jetzt drauf. Also wenn man das Ticket gelöst hat, dann darf man hier die Kette wegmachen, soll die danach wieder dran machen. Das macht man natürlich sofort. So, damit nicht ein herumstreunender Passant einfach auf die Idee kommt, da reinzugehen. Hier sehen wir die großen Raketenbehälter, Abschussbehälter. Startcontainer für diese Raketen. Seezielrakete P-15, Exportvariante. Funkmess-Zielsuchkopf. Also es gab 2 verschiedene Raketen. Einmal mit einem Funkmess-Zielsuchkopf und einmal Infrarot-Zielsuchkopf. Und so sah das da drin aus. Diese kleinen Schlitten hier unten. Und davon gab es 2 Stück übereinander. Und ich glaube, früher gab es die auch mal. Die standen irgendwo hier. Kommandantenkammer. Ich hoffe, da kommen wir gleich noch rein. So, wir fangen natürlich direkt mit dem Bordgeschütz an. Hier. Und das Schöne, das Museumsschiff kann man quasi ganz normal besichtigen und auch benutzen. Ja, mal gucken, ob wir hier reinkommen. Schwupps. Also viel Platz hatte man auf jeden Fall nicht. So, wir sitzen jetzt hier in dem Bereich, wo der Bordschütze drin gesessen hat. Der hatte hier die Möglichkeit, die Waffe zu richten anscheinend. Mit Pedalen auch. So, dann seht ihr mal, was ich sehe. Und hier, das war wahrscheinlich der Zielsuchknopf. Der Zielsucher. Ah. Oh, ich sehe sogar was. Haha, man kann verschiedene Modis einschalten. Ich guck mal, ob ihr das auch sehen könnt. So. Ja, das geht. Schaut mal, ich kann verschiedene Optiken vorschalten. Das ist ja spannend. Ich kriege es aber nicht so drauf, dass ihr auch rausgucken könnt. So vielleicht. Genau. Wofür die ganzen Schalter sind, I don't know. Hier könnte man, glaube ich, auch die Luke aufmachen und dann Hand mit der Hand vielleicht auch schießen. Und verschiedene andere Anzeigemechanismen. Aber das Spannendste eigentlich, wir wollen uns ja eigentlich die Kanone angucken, ne? Das machen wir jetzt mal zusammen. Oh, man hätte hier auf jeden Fall eine Leiter hinsetzen können. So, also, hier haben wir die Bordkanone.
Das ist natürlich nicht mehr so riesig, wie das damals auf den großen Zerstörern der Bismarck-Klasse zum Beispiel war. Weil man halt Raketen schon mittlerweile hatte. So, hier ist ein Spiegel einmontiert. Dafür hatte man aber hier Schnellfeuer. Gepanzerter Aufbau. Zwei Ersatzschiffsschrauben. Wartungslug. Ist wahrscheinlich verschlossen. Ja, der ist verschlossen. Okay, gucken wir uns die Kanone von innen an. So, was hat diese Person hier hinten gemacht? Das ist eine gute Frage. Vielleicht war er ja für die Mechanik, Instandsetzung oder fürs Nachladen verantwortlich. Auf jeden Fall wurde das Geschütz von unten mit Munition versorgt. Ja. Ihr wisst, ich bin ja nicht beim Bund oder so gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesagt habe. Aber deswegen kenne ich mich mit solchen Waffensystemen nicht so gut aus. Aber faszinierend sind sie allemal. So, das Ganze redundant. Also hier gab es noch mal eine Person. Hier noch mal der Spiegel. Und so sieht das aus. Ja, super. So, auch hier noch mal die Abschussbehälter. Container, die Schiffsschrauben der Hans Beimler. Also, die hat man abmontiert damals. Das Schiff ist ja auch nicht mehr fahrfähig, oder schwimmfähig schon, aber fahrfähig nicht mehr. Über eine Tonne übrigens wiegen die. So, sollen wir mal gemeinsam reingehen? So, man hat sich hier bewusst entschlossen, eine aktive Kameraüberwachung einzubauen. Warum? Weil es hier Vandalen gab, die viel kaputt gemacht haben. Das haben wir ja gerade bei der Kanone gesehen. Da war vieles schon ausgeleiert. So, Seeraumüberwachungsstation ganz oben. Antennenstand der Waffeneinlage. Artilleriegeschütz. Flak-Raketenstand, Düppel-Raketenstand. Düppel könnte Abwehr sein. Proviantlast, Heckmaschinenraum, Bugmaschinenraum, Fahrstand, Funkraum, Mannschaftsdeck, Artilleriegeschütz. So, und dann würde ich sagen, checken wir mal hier oben erstmal alles ab. Das dürfte wahrscheinlich leuchten, wenn man das anleuchtet. Ja, genau. Falls Licht ausgeht oder so. Hier gibt es zum Zwischendeck für Unterkünfte. Matrose 19, Unteroffiziere 8 und Fähnriche 6. Und hier, die kennt ihr ja aus den Bunkern, ne? Die Filter. Also wie ihr seht, russisches Bau. So, und da ist die Kamera. Sagen wir alle. Paul Eisenschneider. Das Schicksal der fünf kleinen Raketenschiffe der Volksmarine. Also es gab fünf Stück von denen. Die Hiddensee, die Albin Köbis, die Fritz Globig, Hans Beimler, das ist ja unser Schiff, ne? Die Hans Beimler, Paul Eisenschneider und nochmal eine Paul Eisenschneider. Ne, fünf, eins, ja, das, die ist doppelt. Okay. Ja, kleines Raketenschiff Tarantul. Hier ist ein Video, das läuft. Und hier hat man sich wirklich schön viel Mühe gegeben, das nachzubilden. So, Blick raus. Ein Setzkasten, ein Schaukasten.
So, wir gehen hoch zur Brücke. Mal gucken, ob die Mutter überhaupt mitkommt hier. Oh, das ist ja schön eng. Oh, das ist gut. So, was haben wir denn hier alles? Mitnahme und Abbau der Tarantulteile jeglicher Strenzen. So, mit Taschenkontrolle muss gerechnet werden. So, schaut mal hier. Hiermit konnten wir die Maschinen. Ah, und es wurde arretiert. Man kann dir. Vorne hat es geknackt. Nicht, dass wir hier doch irgendwas starten können oder so. Also, einmal hier, das ist die Gefechtsturbine und das ist die Marschturbine. Marschturbine hatte man eingeschaltet, wenn man ganz normal gefahren ist, wenn man nicht unbedingt schnell irgendwo hin musste. Und die Gefechtsturbine hat man gemacht, wenn man schnell in das Gefecht eindringen musste. Hier sehen wir die Propellerdrehzahl. Abgastemperatur. Das sieht ja auch spannend aus, dass die Geschwindigkeitsanzeiger nochmal Abgastemperatur. Klasse. Hans Beimler. Ein einfacher Landarbeiter. Verschiedene Schalttafeln. Und hier, das Schöne ist, man kann hier wirklich alles mal ausprobieren und bewegen. Und man darf sogar hier auf der Brücke sitzen wie der Kapitän. Also gemütlich war das nicht. Man rutscht schon leicht nach vorne. Und hier hat man dann das Ruder bewegt. Keine Ahnung, was das hier ist. Tracking, Automatik. Hier können wir sich dann auch festhalten, wenn die Wellen kamen. Hier ist ein Absperrgitter drauf. Das bedeutet, da sitzen wir uns jetzt nicht drauf. Der sieht auch ziemlich modern aus. Und hier, Markus hat ein Periskop gefunden. Mhm. Siehst du was dadurch? Mhm. Pass auf, dass er dir nicht die Biene hier einschlitzt. Das geht nicht mehr. Schade. Ja. Oh, hier. Schau mal hier. Das ist das Radar wahrscheinlich. Mhm. Sonar oder Radar? Bup, Bup, das ist das Radar. Das ist das Radar, ne? Mhm. Kurseingabe für Automatikkurs. Schön. Mhm. Ja, haben sich ganz viele Leute immer Andenken mitgenommen. Eine Klingel. Das ist natürlich frech, ne? So. Gucken, ob ihr irgendwas sehen könnt hier durch. Hier können wir auch wieder eine Optik vorschalten. Mal gucken, ich guck mal durch. Aua! Jetzt habe ich mir selber die Beine eingestoßen. Wohin willst du? Ach so, ich dachte, du würdest hier vielleicht nochmal gucken. Landkarte. Eine Seekarte, besser gesagt. Ne? Seekarte. Eine Landkarte. Koppelrechner. Kreiselkompass. Ich schalte euch mal ein bisschen Licht zu. Das ist keine Ahnung, was das ist. Leider steht hier nicht. Antenne, Glas zur automatischen Standortbestimmung. Hm. Das ist alles noch da. Zustand perfekt. Das ist der Befehlsstand hier. Mhm. Ja. Das ist schon gut. Stand. Also von hier aus wurden die Befehle an die jeweiligen Waffensysteme weitergegeben. Und einen Fernseher haben wir auch hier. Einen frühen Rechner. Ja, Zeichen schon drauf. Jo.
Leute, schaut mal. Damals gab es schon das Internet. Internet. So geil. So, für Besucherverkehr gesperrter Bereich wahrscheinlich ist da der Goldzug. Und hier sitzt man sich dann hin und trinkt dann sein Bier. Nicht schlecht. Ja. So, scharf. So, verlassen jetzt den Bereich und versuchen hier lebend runterzukommen. So. Markus, hilfst du meiner Mutter? Alles voller Kabel. Kombüse. Da ist sogar noch ein altes Spanferkel drin. Volksbrot. Hilfst du meiner Mutter runter, bitte? Ja. Makrelenfilet mit Senftunke. Rotwurst. Also wirklich viel Mühe fürs Detail haben sie sich gegeben. Haben sogar das nachgestellt. Da geht es dann noch weiter runter. Spiegel haben sie montiert, dass man auch nach unten gucken kann. So, Köpfchen einziehen. Das sind sogenannte Schotte. Wenn irgendwo Wasser eindringt, konnte man die Schotte zumachen, damit das Boot am besten nicht untergeht. So, Hochfrequenzraum. Wahrscheinlich die Raketen. Kammer zur Aufführung. Genau, die Strehler-Raketen waren da drin montiert. Und da geht es in den Maschinenraum wahrscheinlich. Ja, Maschinenraum. Abgasschacht, die Marschturbine. Neopren, Tauchanzug. Altes Modell und hier Leckwehrmaterial. Ah, falls das Boot ein Leck hat, dann hat man diese Dinger da reingesteckt und wahrscheinlich mit Bitumen oder so voll gemacht. Die Granaten, sieht fast so aus wie in einer 8-8. Und das ist eine Toilette, hat man zugemacht, damit da keiner mehr reinmacht. Flugkennungsdienst. Mannschaftswaschraum, zwei Duschen und zwei WCs. Boah, also das ist jetzt mal geräumig. Klar. So, gleich gehen wir noch nach unten. Kann man für Aufenthalt das Wach haben dann an Bord. Ah, der hat auf jeden Fall nicht viel Platz. So, gucken wir uns erstmal die Waffen an hier draußen. Rettungsboote. Und es ist jetzt gerade richtig hell. Ich glaube, das war der Düppel, ne? Ich glaube, das war Düppel hier. Die Raketentanks. Ich glaube, das war der Düppel. Ich weiß es aber gerade nicht. Düppel. Düppel-Raketenwerfer RK-16. Und dann hier der Antiflug. Installer. Mhm. Gucken, wie weit sie fliegen konnte. Ja, 2,3 Kilometer. Passrief, Infrarot, Aufschlagzünger. Meinst du, wurden manuell gedreht? Mhm. Wissen, oder? Wissen. Bumm. Hier haben wir nochmal. Düppel. Das ist ja nicht weiter auf. Ja. Verschiedene Nummern. Mhm. Die waren auch Raketen drin. Mhm. Die konnten die, glaube ich, aus dem Leitstand abschießen. Ja. Nee, guck mal, siehst du? War manuell. Da war so ein Typ hinter. Nicht automatisch.
So, gegen gelenkte Raketen mit Zielsuchsystem sowie Funkmess-, Ortungssysteme und Beobachtungsmittel dient zum Setzen von Scheinzielen zur Ablenkung gelenkter Raketen. Genau, also der schießt sie quasi einfach nur nach oben und die Infrarot-Suchkörper gehen dann nicht mehr auf das Schiff, sondern auf die Täuschkörper. Und hier finden wir die Ausgangsrohre für die Gefechtsturbinen. Da kam dann der Strahl raus, gab es auf beiden Seiten. Und da oben haben wir zwei Gatlings, Artilleriegeschütze. Spannend. Also war bis an die Zähne bewaffnet, das Ding. Da will ich jetzt gerne hoch. Oh, und dann hier ins Wasser springen. Würde ich nicht machen. Natürlich nicht. Also der Zustand ist wirklich ein Traum. Wir müssen auf jeden Fall noch nach unten gehen. Und das sind hier weitere Startrohre. Da müssen wir jetzt runter. Sind wir hier im Mannschaftsbereich? Eine Dokumentation kam aus den Vereinigten Staaten. Der D-Day. Zwischen Dezember 1942 und Mai 1944 wurden 1,5 Millionen US-Soldaten mobilisiert, ohne dass man ihnen mitteilte, wohin sie verlegt werden würden. Ganz schön groß, das Ding. Maschinenraum war das, glaube ich, hier, ne? Ne, Unterkünfte, genau war das. Ich glaube, Zugang zum Maschinendeck haben wir nicht. Boah, die haben hier aber steil gebaut. Paltoll, Tochter, Steuerbord. Das waren die Unterkünfte. Auf jeden Fall mehr Platz, als ich dachte. War allerdings für einen Fähnrich hier, der Bereich. Schaut mal. Riesengroß. Das sind die sowjetischen Schnellboote. Ach, das ist doch das Panzerboot. Großen Vaterländischen Krieges. Und vorne ist ein T-34 Panzerturm drauf. Ob der wirklich so ausgesehen hat, man weiß es nicht. Katjuscha hinten. Das ist ja witzig. Leute, vorne ist einfach ein Panzerturm von dem T-34 oder K2. Ich weiß nicht ganz genau. Ist schwierig mit den Größenverhältnissen. Und hinten ist einfach eine Katjuscha drauf. Kann ich schon alles klar nicht irgendwie glauben. Das wäre doch mal eine coole Overnight-Location, oder? Bitte nicht auf die Kohle anlegen. Nein, machen wir nicht. Ausgelockt. Doppelwerfer werden demilitarisiert. Das ist schon cool. Und wie viel Platz man hier hatte. Hier, Munitionslast. Leider ist das zu. Das wäre richtig spannend, da mal reinzugucken. Weil das interessiert uns natürlich. Kleines Raketenschiff, großes Raketenschiff.
Jetzt guck mal. Die komplette persönliche Ausrüstung ist hier. Oh. Luftfeuchtigkeitsüberwachungsanlage. Ach, das, nee, ich dachte schon, das, ah, man kann hier reingucken. Nein, schaut mal, Leute. Ja. Originalgranaten. Oh, da wurden die transportiert. Mit diesem Schlitten. Ja, das mache ich. Krass. Oh, das hat sich ja gelohnt hier. Das hat sich ja hier gelohnt. Mit einer Birne gestoßen. Tarantul. Ja, das ist unser Schiff. Also wirklich Top-Zustand. Absoluter Top-Zustand. Da geht es wieder hoch. Hier war der Fähnrich, der andere Fähnrich. Und da geht es gleich wieder hoch. So, wir finden hier noch einen Setzkasten mit ganz, ganz vielen alten Kriegsmodellen. Spielzeug ist das eher. Zum Aufdrehen. Ein Flakscheinwerfer sogar mit einer Lampe drin. Ich glaube, das ist alles zu erwerben, so wie ich das hier gerade gesehen habe. Preise sind aber nur bei einigen Sachen dran. Sogar ein Diorama da unten. Geschützturm. Nicht schlecht, Leute. Also, kann man auf jeden Fall auch machen. Man hat auch die Möglichkeit, hier zu essen. Schaut mal hier. Ein riesiger Flugzeugträger als Modell. Mach hier Raketen. Eine alte Phantom, die Enterprise, Geschenk vom Erbauer, Modellbauzeit 20 Jahre. Unglaublich. Gebaut aus Holz und Draht. 20 Jahre hat er dafür gebraucht. We'll be right back.
echt cool, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Schleudersitz. So, meine Freunde, ich hoffe, das kleine Video hat euch ein wenig gefallen. Wurde dann doch länger, als ich dachte.